Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über den Einsatz oder die Sinnhaftigkeit von CRM-Systemen sprechen. Was das genau ist, was es vielleicht für dich auch bringen kann, erfährst du in diesem Video. Lass uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker. Wir werden heute über das Thema CRM-Systeme sprechen. So, vielleicht erstmal zur Begriffsdefinition. Was bedeutet CRM? Ganz frei übersetzt auf Englisch ist es Customer Relationship Management, also einfach ein System, mit dem du deine Kunden irgendwie verwalten kannst. So. Ich bekomme das relativ häufig mit bei uns in den Kundengesprächen, dass immer noch, auch bei 40 Mitarbeitern oder so im Betrieb, läuft das Ganze über irgendwelche Excel-Tabellen. Wenn man da ein bisschen fuchsig ist, kann man das natürlich machen, aber ich kann dir sagen, jetzt im 21. Jahrhundert gibt es einfach deutlich entspanntere Wege, deutlich einfachere Wege, auch einfach Wege, die viel, viel, viel performanter sind. So, wir sprechen da von solchen CRM-Systemen. An der Stelle eine kleine Warnung. Man muss immer ein bisschen aufpassen, woran man sich da jetzt macht. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, bevor du dir ein CRM-System anlegst, komm bitte nochmal auf uns zu, frag danach, was für dich in Frage kommt. Weil es gibt ja wirklich eine Bandbreite von X bis ja, YZ, wie auch immer. Also es gibt einfach CRM-Systeme, die sind wahrscheinlich viel zu groß für das, was du vorhast. Und das ist dann immer ein bisschen schade, weil du investierst Geld, bist erschlagen mit irgendwelchen Funktionen, das bringt dir alles nichts. Das heißt, bevor du die Entscheidung triffst, bevor wir gleich dazu kommen, warum das überhaupt sinnvoll ist, komm auf uns zu, frag, ob das so sinnvoll ist, was du dir da ausgesucht hast als System, und dann können wir das natürlich nochmal durchgehen. So, jetzt kommen wir dazu, warum ist so ein CRM-System sinnvoll? Also ein CRM-System hat erstmal, wie schon gesagt, den Sinn und Zweck, dass du deine Kunden verwalten kannst. Das ist erstmal schön, das heißt, du hast eine Datei, du hast so die Möglichkeit, ja, Menschen durch bestimmte Phasen zu schieben. Und du hast eigentlich alle Möglichkeiten mit dem CRM, die man sich vorstellen kann. Gibt es ganz viele technologische Feinheiten, die man da machen kann. Aber unterm Strich steht einfach, dass du effizienter arbeiten kannst und damit automatisch dein Kunde eine schönere Experience, also ein schöneres Erlebnis bei dir hat unterm Strich. Ja? Stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn deine Monteure automatisch eine Nachricht bekommen, wenn sich am Auftrag was ändert, wenn sie gerade auf der Baustelle sind. Ist jetzt nur ein Beispiel zum Beispiel. Ich weiß, bei unseren Partnern läuft das manchmal über das Telefon. Der Kunde ruft quasi im Büro an, dann gibt es die Sekretärin, die beim Monteur anruft, der geht aber gerade nicht ans Telefon, weil er auf der Baustelle ist. So, und schon baut er vielleicht was fertig, was gar nicht hätte so gebaut werden sollen. Das heißt, so ein CRM-System bringt dich wirklich dazu, einfach effizienter zu arbeiten, Fehler zu vermeiden, damit irgendwo auch Kosten zu vermeiden, weil einfach die Retouren weniger werden. Aber du hast auch ein unglaublich mächtiges Tool, mit deinen Kunden in Kontakt zu treten. Ich spreche hier auf dem Kanal immer relativ häufig darüber, wie wichtig es ist, eine gute Kundenbeziehung aufzubauen oder vielleicht mal eine Zufriedenheit zu erfragen von den Kunden oder. So, und die Frage ist dann natürlich immer, wo erfasse ich das jetzt alles? Ich kann mir irgendwie Zufriedenheit auf einen Zettel schreiben, ich kann es irgendwo bei Excel eintippen, aber unterm Strich fehlt da einfach die Übersichtlichkeit. So, und wenn du professionell arbeiten möchtest, wenn du dich von anderen Unternehmen auch abheben möchtest und wirklich ein gutes Erlebnis für deinen Kunden auch bieten möchtest, dann kommst du eigentlich nicht mehr an einem CRM-System vorbei. Weil ich kann dir sagen, wir haben Kunden, die das im Einsatz haben, die wissen auch, wie man sowas nutzt, und du wirst da mit normalen Mitteln, mit einer Excel-Tabelle zum Beispiel, wirst du einfach nicht hinterherkommen. Der Kunde ist dir, auch wenn er keine bessere Arbeit macht, er ist dir einfach Längen voraus, der Konkurrent meine ich natürlich, der ist dir einfach um Längen voraus, wenn er ein CRM-System richtig nutzt. So, und wir sprechen ja auch hier von dem ganzen Thema Empfehlung. Einfach mehr Empfehlung von einem Kunden bekommen. Das geht nur systematisiert, wenn du sowas irgendwie automatisch auch abbilden kannst. Das heißt, du musst dir Reminder erstellen, du musst dir Aufgaben erstellen zu einem Kunden. Das muss alles automatisch passieren, wenn du halt mehr als 100 Kunden im Monat hast oder haben möchtest. Da muss das irgendwie so passieren. Und deswegen wirst du nicht an so einem CRM-System vorbeikommen. Ich sehe das bei uns relativ häufig. Wir haben immer und immer mehr Kunden, die das selber schon nutzen. Also ich sage mal, vor 3 Jahren, da waren es wirklich noch kaum welche. Heute ist es vielleicht, ja, ich würde mal sagen, jeder fünfte vielleicht. Das heißt, es werden immer mehr. Wenn du es also nicht gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dein Konkurrent gerade dabei ist, sowas aufzusetzen und vielleicht in diesem Jahr, nächstes Jahr, an dir vorbeiziehen wird. Zumindest was das Thema Schnelligkeit, Effizienz und Kundenbetreuung angeht. Deswegen sensibilisiere dich ein bisschen dafür. Wie gesagt, das ist ein großes Thema, womit man sich auch schnell überfordern kann. Deswegen würde ich hier ganz stark empfehlen, komm auf uns zu, schreib uns eine Mail, schreib uns einen Kommentar, geh auf unsere Homepage, erkundige dich da und lass dich von uns beraten. Wir betreuen über 700 Betriebe aktuell und von daher können wir relativ genau sagen, was zu deiner Betriebsgröße passt, was auch zu deinen Aufgaben oder Herausforderungen passt, und können dir da einfach, ja, schneller weiterhelfen, als Google das sehr wahrscheinlich kann. Ansonsten würde ich dir natürlich empfehlen, schau dir die nächsten Videos hier an, dann, ja, werden wir solche Themen natürlich auch nochmal zur Sprache bringen
Und dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß und einen schönen Tag noch.